Ja, ich warte nur noch, dass ich endlich wieder was sehe. Ja, Goldpacksritter bestechen. Dumm, die dumm. Der Typ ist hier oben. What can I do? At once. What do you require? Was benötigst du? Ich werde euch ein Angebot für eure Kohlen auf Sedusas Schiff machen. A gold-packed knight is bound by his contract. Booking passage on another ship on such short notice would be most expensive. Ich kann dir genug bezahlen, um eine Passage auf einem anderen Schiff zu buchen. Er sieht vor der Spielerei mit den Tasten lang genug auf, um dir ein bedenkliches Stirnrunzeln dazu zu bieten. All ships leaving for Rauatai are laden with luminous Adra and other rare goods. Mercenaries, even of our skill, do not rate so highly. Ja, 1000 Kupferstücke. Betrachte dich dieser als eine Vertragsunterzeichnung von mir und dir. Er hält in und statt die Münzen an. Nach einem Moment hält er sie in vier gleich große Stapel und nickt. So it does. Consider our business concluded. So ist es. Betrachte unser Geschäft als erledigt. Er und die anderen Goldpack-Ritter gehen. Ha. Was wäre passiert, wenn ich ihm die Ja, ich bin jetzt gerade neugierig. Ich weiß, ich versuche eigentlich alles zu Rollenspielern, aber es macht mich doch bei so einem Spiel gerade neugierig, was die andere Lösung gebracht hätte. Ob er 1200 abgelehnt hätte, weil die Summe ihm zu komisch ist. Absolutely. What do you require? A gold pack night booking ja. Passage on all ships leaving. Ja, okay. So I'd be glad to. Na gut, lassen wir mal die 1000. Dann reden wir mal mit ihr, weil eigentlich hat er ja schon für die Kajüten bezahlt. Ob ich jetzt auch nochmal bezahlen muss, dass sie alle mitnimmt. Wenn ich dann sage ich einfach, dass ich sie nicht anschwärze. Your business with me. Ja, was hast du mit mir schon geschafft? Oren wird nicht länger mit dir reisen. Sie beugt dich misstrauisch, der Soldat in ihrer Begleitung zuckt mit den Schultern. Das ist angenehm für dich, aber keine Bange. Wenn es Schwierigkeiten gibt, halte ich mich fern. Die Kohlen sind bezahlt. Du kannst deine Freunde schicken, solange sie versprechen, mir keine Schwierigkeiten zu machen. Sie blickt von einer Seite zur anderen und achtet darauf, dass keiner zuhört. Just do it soon. I don't want any mess you've made to spill onto my decks. Tu es nur bald. Ich möchte keinen Schmutz, den du aufwirfst, auf meinem Deck haben. Sie sieht ihre Mannschaft an und lässt ihre Finger kreisen. Dann leb wohl. Gut, aber bevor wir hier rausgehen, ich möchte was kaufen. Ich möchte ein Zimmer. Aufenthalt des blinden Paschas Shears. Heimlichkeit, Findigkeit, Fingerfertigkeit. Hm. Ja, rasten wir mal für Lau. Auch wenn dadurch der Buff weggeht. Aber die Wunden sind auch weg.
Ja, saufen können die Roparu hier. Das ist aber auch normal. Dünnes Bier ist meistens billiger als Essen. So, bevor ich den Schlund dann direkt verlasse. My village was not like this. Why does Queen Onikaze not send the foreigners away? Mein Dorf war nicht so. Warum schickt Königin Onikaze die Fremden nicht weg? Ja. Ich habe Butaru in der Altstadt gefunden. Er ist tot. I only hoped. Sie sieht weg. Natürlich, ich hatte nur gehofft, sie bricht ab und schüttelt den Kopf. It is no matter. Thank you. Das spielt jetzt, keine Rolle. Danke, dass du es mir gesagt hast. Wusstest du nicht, dass Butaru für Verbrecher gearbeitet hatte? Nein, wir zerstören jetzt mal nicht ihre Träume. Ich habe mit Captain Sedose über einen Weg nach Nekatake herausgesprochen. Also was sagst du? Bia horcht mit vorsichtiger Hoffnung. Die Kinder schauen mit großen runden Augen zu. Sie hat zugestimmt, euch alle mitzunehmen. Sie ist für einen Augenblick sprachlos. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Sie lässt die Schilfrohre fallen, während sie die Tränen wegwischt. Our watcher sure is something else, ain't he? Our nation, you're gonna make me cry myself. Unser Wächter ist schon ganz was anderes, oder? Verdammt seist du, du bringst sogar mich zum Weinen. Weint hier nicht rum, ich bin ein hammerharter Zwerg. Zwergenkapitän. Ich mache nur das, was ich fürs Beste halte. Und wenn mich einer auf die Nerven geht, dann kümmere ich mich schon May drum. Amira's winds ever blow sweet for you. We will pray always for you in this life and in each to come. Möge Amira's Winde stets in deine Richtung wehen. Wir werden immer für dich beten in diesem Leben und in einem weiteren. Sie hebt die zwei kleinen Kinder auf und schickt die anderen aus dem Haus. Ja gut, so haben wir nur 600 Kupfer verloren. Weil wir ja die 600 von ihm geschnorrt haben. Alle an Bord. Ich habe eine Überfahrt für Bier und alle Kinder arrangiert. Sie sind nur auf dem Weg nach Rauntai und hoffentlich in eine bessere Zukunft. Ja, Butaru versteckte Direos Geld. Butaru, bla bla bla. Ja, das habe ich geschafft. Wie viel hat es mir jetzt eingebracht? So an Reputation. Vielleicht ein bisschen beim Schlund. Gütig, ehrlich, leidenschaftlich, stoisch, rational. Ja, sieht alles ziemlich gut aus. Nur das Negative bei der Valianischen Handelsgesellschaft nicht ganz so. Nur schmutzige Lumpen bleiben in den Wiegen zurück. Hat mir auf jeden Fall Questerfahrung gebracht. Und ja, irgendwann muss ich die Quest mit den beiden Familien doch noch abschließen. Das verschiebe ich aber nach ziemlich weit hinten, wenn ich mir sicher bin, was ich machen will. Ach ja, wer kommt da? You've caught the eye of someone important. Hagrim, du hast die Aufmerksamkeit einer wichtigen Persönlichkeit erregt. Eine Gestalt nähert sich dir, ihr Gesicht unter einer langen, herabhängenden Kapuze verborgen. Sie flüstert dir heiser zu. Wenn du gutes Geld machen willst oder einen guten Freund gewinnen, dann geh zur Enge am westlichen Ende des Schlundes. Once you reach the alleys, go right and right again, as soon as you can. Then, follow the bend to the left. Wenn du das Gewirr der Gassen erreichst, musst du dich nach rechts halten und dann gleich wieder rechts. Dann folgst du der Biegung nach links. The bullies guarding the door have a weakness for chewing's fev. You can follow their trail. Die Schläger, die die Türe bewachen, haben eine Schwäche dafür, Svev zu kommen. Folge einfach der Spur des ausgespuckten Svevs. Unter der Kapuze blinzen ihre Zähne auf. Tell them Dario sent for you. And remember your manners. Sag ihnen, Dario hat nach dir geschickt und vergiss deine gute Kinderstube nicht. Der Ruf des Horns. Trifft dich mit einer geheimnisvollen Gestalt in der Enge des Schlundes. Ich habe das Interesse einer einflussreichen Person erregt. Ich wurde gebeten, ihn in der Enge zu treffen. Der Bote, der richtete mir aus, dass mich jemand Wichtiges sehen wolle. Direo, der Anführer der Schieber. Ich wurde angewiesen, mich in die Enge zu begeben, rechts und nochmal rechts abzubiegen, mich in der anschließenden Kurve links zu halten. Also rechts, rechts, links,
und auf das Zeichen von Zwefgenuss zu achten. Mhm. I say Bea did right leaving the gullet. She went and did what she needed. I'll miss Bea and her ilk. It's too quiet without them. May they go find fortune. Ja, Bea hat echt das Richtige getan, als sie das Schlund verlassen hat. Sie ging und tat, was sie tun musste. Ich werde Bea und ihre Bande vermissen. Es ist zu ruhig ohne sie. Ich hoffe, dass sie auf ihrem Weg Glück finden. Warum bleiben eigentlich alle? Warum verlassen sie nicht einfach Nekataka und gründen außerhalb eine neue Siedlung? Also ja, auf in die Enge. Du betrittst eine dunkle Gasse, die nach Urin und dem Rauch von Fackeln stinkt. Du siehst einen langen Durchgang, der nach rechts und links führt. Schatten bewegen sich im flackernden Fackellicht, aber in dieser Entfernung sind sie unerkenntlich. Hinter dir geht das Geschwätz und Gewimmel des Schlundes weiter. Nach rechts gehen. Du schlafst durch den dunklen Durchgang und erreichst eine Kreuzung. Der Tunnel zeigt nach rechts ab. Von weiter vorne auf dem dunklen Weg hörst du das ferne Gemurmel von Stimmen, kannst aber niemanden sehen. Vorwärts gehen. Zu deiner Linken ist ein verlassener Verkaufsstand mit billigen Schmuckstücken in der Auslage. Der Weg geht nach vorne weiter. Den Verkaufsstand untersuchen. Prüfung des Wächters. Vor dir ausgelegt siehst du aus Müll gemachten Tandhalsketten aus Gräten und Schuhschnallen und mit Glasscherben gemachte Armbänder. Aber der Vorhang flattert wie von einem Luftzug berührt. Du reißt ihn zur Seite und entdeckst einen geheimen Durchgang. Zu deiner Linken, ja, durch den Vorhang hinter den Verkaufsstand gehen. Du siehst dich nochmal um sicherzustellen, dass dir niemand zusieht. Dann schlüpfst du hinter den Vorhang und in einen Durchgang. Während du so dahin läufst, tauchen plötzlich mehrere verschleierte Figuren aus dem Schatten auf. Nicht so schnell, du musst einen Zoll zahlen, wenn du die Graberstraße besuchen willst. 50 Kupferpfand bezahlen nur dieses eine Mal. Gute Leute, offene Märkte sind wohl sichtbar für eine gesunde Wirtschaft. Würdet ihr zahlende Kundschaft wirklich abweisen? Lügen, das letzte Mal, als ich hier durchkam, war da ein Mann mit einer Narbe. Ich habe ihn bezahlt. Dann zahle ich mit Stahl. Umkehren. Dein Schritt zum Ausgang zurückgehen. Du läufst den Weg zurück, den du gekommen bist und verlässt die Enge. Okay, dann erstmal zu Dereo. Mal gucken, was der zu sagen hat. Also, nach rechts. Da sind wir hier. Nochmal nach rechts. Der Tunnel zweigt nach links ab. Der Boden rund um den Eingang ist übersät mit Flecken einer dicken, dunklen, teerartigen Substanz. Umkehren. Vorwärts gehen. Nach rechts gehen. Ja. Du erreichst eine Tür, die so massiv ist, wie das Gestein um sie herum und hat weder Knauf noch Klinke. Auf der anderen Seite herrscht Sturm und Stille. Du kommst behutsam in die Tür und das Geräusch schallt wie in einer weiteren leeren Kammer. Umkehren. Dieser Tunnel endet, aber ein anderer zeigt hier ab. Ja, das einzige Geräusch ist das Knistern vom Wasser. Nach links gehen. Okay. Vorwärts gehen. Vorwärts gehen. Vorwärts gehen. Nach rechts gehen. Vorwärts gehen. Der Durchgang führt in eine große Höhle. Unter dir siehst du baufällige Gebäude. Zusammengedrängt wie eine Reihe schiefer und kaputter Zähne. Ein Labyrinth an Straßen wählt sich zwischen ihnen durch. Manche von ihnen sind gerade breit genug, dass zwei Leute nebeneinander gehen können. Und doch sind die engen Straßen und winzigen Plätze voller Leute. Ihre Stimmen steigen mit dem Rauch von hunderten Fackeln hoch. Die Gegend der Kunden. Du bahnst dir deinen Weg über die abgedrehten, unebenen Treppe und tauchst in das Gewirr darunter ein. Eine Traube lachender, feilschender und miteinander zangender Huana, Männer, Frauen und Kinder und zingelt dich. In der Menge bemerkst du auch einige fremdliche Gesichter, Valianer, Edirianer und sogar ein paar Raotayaner. Die Luft riecht nach einem Gemisch aus gebratenem Fisch, ungewaschenen Körper und angesammelten Abfällen. Du stößt auf einen Ruparo-Mann und eine Ruparo-Frau, die auf einem Hausdach sitzen und die Menge beobachten. Sie reichen eine Pfeife zwischen sich hin und her und reden leise. Er kaut nervös am Ende der Pfeife. Mein Nachbar ist vor ein paar Wochen in der Nähe des Gewölbes verschwunden. Sie zuckt mit den Schultern. Dort lauern immer Schmuggler und Piraten. Manche von ihnen werden zu Sklavenhändlern. Er nickt und nimmt eins. Deswegen bleibe ich von der Graberstraße fern. Viele schlechte Leute dort.
Sie hält ihre Hand auf der Pfeife auf. Ikera aber sind die einzigen, die zahlen.